Parivritta Ekapada Raja Kapotasana. Die gedrehte einbeinige Königstaube. Vivian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Sprinter. Von hier ausgehend beugst du das hintere Bein und fasst mit der gegenüberliegenden Hand an den Fuß. Das ist die einfache Variation von Parivritta Ekapada Raja Kapotasana. Wenn du dann die Ferse ganz zu dir hinziehst, dann ist es die Endstellung. Du könntest aber auch die vordere Hand auf das Knie geben und mit der anderen Hand weiter nach unten gehen zum anderen Knie. Das ist dann die fortgeschrittene Variation dieser einbeinigen gedrehten Königstaubenstellung. Als Raja Kapotasana werden im Yoga von unterschiedlichen Meistern unterschiedliche Asanas bezeichnet. Hier in der Nomenklatur von Daniel Lacerda ist es letztlich, sind alle Variationen des Halbmondes auch Raja Kapotasana. In der Nomenklatur von Dharma Mitra ist es insbesondere die Königskobra, und bei Yoga Vidya wird mehr als Kapotasana bezeichnet, wenn der Fuß auf dem Boden ist. Vielleicht kann Vivian gerade noch mal zeigen, wie wir bei uns die Taube bezeichnen würden. Und bei uns wäre das wäre Kapotasana, und als Raja Kapotasana würden wir es bezeichnen, wenn der Fuß auch den Kopf berührt. Und hier könnte man auch sagen, man kann hier auch etwas drehen, und dann wäre es auch eine Parivritta Raja Kapotasana. Alle Informationen über diese Stellung und alle Variationen des Halbmondes Anjaneyasana, wir würden ja diese Parivritta Ekapada Raja Kapotasana bei Yoga Vidya als Variation von Anjaneyasana bezeichnen, findest du auf wiki.yoga-vidya.de.